Hallo liebe Kinder, im Moment gibt es in unserem Garten ganz viele Bienen. Meist sieht man sie im blühenden Lavendel oder in der Glockenblume. Mir macht das ganz, ganz viel Spaß, den Tieren bei der Arbeit zuzuschauen. Und wenn ihr auch ein Interesse habt, schaut euch das Video weiter. Nun könnt ihr Bienen beobachten, ohne Angst zu haben, gestochen zu werden. Wobei Bienen eigentlich nur stechen, wenn sie sich bedroht fühlen oder aber ihren Stock oder ihr Nest vor Eindringlingen schützen wollen. Und wenn Bienen Menschen stechen, dann bedeutet das das Todesurteil. Uns tut der Stich zwar weh, aber das vergeht ja relativ schnell wieder, aber für die Biene bedeutet das den Tod, denn der Stachel bleibt in der Menschenhaut hängen und wenn die Biene versucht, sich zu befreien, reißt ihr gesamter Hinterkörper ab und dann stirbt sie. Ihr könnt jetzt auch gut beobachten, wie die Biene von nahem aussieht. Ihr seht die großen Facettenaugen, mit der sie sehr gut sehen kann. Ihr seht zwei Fühler und damit kann sie riechen, schmecken und sich mit anderen Bienen verständigen, so wie wir miteinander sprechen. Dann hat sie eine Zunge bzw. einen Rüssel, mit dem sie den Nektar aus den Blüten saugen kann. Sie hat zwei Flügelpaare. Die sechs Beine könnt ihr auch gut erkennen. Die Bienen werden durch die Blütenfarbe und den Blütenduft angelockt. Und die mögen besonders gelb und blau. Im Inneren der Blüten befindet sich Nektar und Pollen und die dienen als Nahrung für die Bienen. Beim Sammeln bleibt Pollen an den Haaren von der Biene kleben oder auch hinten an den Hinterbeinen. Das kann man manchmal auch gut beobachten. Das sind so gelbe kleine Knötchen an den hinteren Beinen. Und diese Pollen, die werden auch benutzt als Futter für die jungen Bienen. Aber damit bestäubt die Biene auch Pflanzen. Und ohne diese Bestäubung könnten Pflanzen keine Früchte und keine Samen bilden. Das würde bedeuten, dass wir keine Gurken, keine Äpfel, keine Erdbeeren, keine Tomaten, keine Nüsse, kein Brokkoli und vieles mehr hätten. Und natürlich produziert die Biene aus dem Nektar auch Honig. Es gibt aber auch andere Tiere, die die Blüten bestäuben, nämlich Schmetterlinge, Schwebfliegen oder Hummeln. Vielleicht habt ihr ja auch einmal die Möglichkeit, eine Biene in der Natur zu beobachten. Dann bleibt ganz ruhig, dann passiert euch auch nichts. Tschüss!